Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Heute geht es um das Thema Trash the Dress. Das sind, sag ich mal, außergewöhnliche und sehr spannende Hochzeitsaufnahmen. Die kommen ursprünglich aus den USA, wie so vieles. Und der Urvater und auch Wortschöpfer war der amerikanische Fotograf John Michael Cooper. Und der ist berühmt für sein Foto von einer Braut in einem brennenden Hochzeitskleid. Und Trash the Dress setzt einfach auf diesen Gegensatz zwischen diesem sehr eleganten Hochzeitskleid und der außergewöhnlichen Umgebung. Also diese Umgebung, das können sein Schrottplätze, Graffiti-Wände, irgendwelche Gewässer, Fabriken, solche Sachen. Und mit dem Make-up, den Accessoires und zum Beispiel unpassenden Schuhen kann man natürlich diesen Kontrast nochmal extrem verstärken. Also unpassende Schuhe wären beispielsweise Gummistiefel oder so, dass ihr nur mal so eine Vorstellung habt. Und diese Trash-the-Dress-Aufnahmen, die macht man nicht anstatt der klassischen Hochzeitsbilder, sondern einfach nochmal so als Ergänzung. Der Hintergrund dahinter ist einfach, was macht ihr denn mit eurem Hochzeitskleid nach der Hochzeit? Entweder man verkauft es, was immer ein bisschen schwierig ist im Versand, so ein Hochzeitskleid. Dann, wo macht man das? Auf eBay. Dann kriegt man vielleicht nicht das, was man sich preislich vorgestellt hat oder so. Ja, oder man hebt es dann halt auf und holt es dann vielleicht noch einmal irgendwann raus, um es, weiß nicht, seinen Enkelkindern zu zeigen. Oder vielleicht haben auch einige die Hoffnung, das eigene Brautkleid der Tochter weitergeben zu können, die dann aber mit einer sehr großen Wahrscheinlichkeit einfach einen anderen Geschmack hat, weil sich einfach ja die Zeiten auch viel zu sehr und viel zu schnell ändern. Und da finde ich es eigentlich sehr viel cooler, wenn man anstatt dieses Brautkleid nochmal rauszuholen, diese Trash-the-Dress-Aufnahmen rausholen kann und die zeigen kann und da ein bisschen was zu erzählen kann. Was kann man bei so Trash-the-Dress-Fotoshootings machen? Also meist wird es sehr schmutzig und auch nass. Das Ganze wird abgestimmt auf die eigenen Wünsche. Der Fantasie sind dabei keine Grenzen gesetzt. Erlaubt es eigentlich alles, was Spaß macht. Und in den meisten Fällen spielt ja nicht mal das Wetter eine Rolle. Man kann ins Meer springen oder im Pool springen. Man kann sich im Schlamm wälzen. Man kann sich mit Farbe bespritzen lassen. Man kann in dem Hochzeitskleid das Auto reparieren. Man kann auf einen Baum klettern. Man kann in dem Hochzeitskleid in einen Schweinestall gehen. Man kann aus einem Luxusauto heraushängend fotografiert werden. Also da gibt es so, so viele verschiedene Möglichkeiten. Es ist wirklich so, der Fantasie sind einfach keine Grenzen gesetzt. Wenn man sowas dann bei einem Fotografen bucht, dann hat man meist ein professionelles Team aus einem Fotografen, dem Assistenten und auch einem Visagisten. Also man bekommt dann auch wirklich ein richtiges Model-Make-up, sage ich mal. Im Vorfeld gibt es dann immer eine Vorbesprechung, was man sich halt so wünscht. Oder wenn man so gar keine Ahnung hat, dann machen die auch ein paar Vorschläge. Dann klärt man natürlich die Locations ab. Also die Fotografen haben dann meist schon Locations im Petto, wo man hinfahren kann. Wenn ihr aber auch eine Lieblingslocation habt, mit der ihr irgendwas verbindet oder irgendwie, dann klären die das auch da ab mit den Genehmigungen und allem drum und dran. Und meistens könnt ihr individuell entscheiden, ob ihr dieses Komplettpaket buchen wollt oder nur einzelne Module. Ja, und wenn ihr dann das Fotoshooting gemacht habt, dann könnt ihr ja die Bilder in ein Album packen oder auf Leinwand drucken lassen oder einfach auch erstmal auf eine CD und dann mal zu schauen, was man damit macht. Da gibt es ja auch sehr, sehr verschiedene Möglichkeiten. Es ist auch ein gutes Geschenk für den Bräutigam nochmal so nach der Hochzeit oder zum ersten Hochzeitstag oder so. Man muss dieses Trash-the-Dress-Shooting ja nicht unbedingt sofort nach der Hochzeit machen. Man kann das Kleid ja auch nochmal nach 1-2 Jahren rausholen und das machen. Also ich persönlich habe auch schon über Trash-the-Dress-Aufnahmen nachgedacht. Ich finde immer die Aufnahmen sehr, sehr toll, wo man mit Farbe bespritzt wird. Da entstehen wunderschöne Bilder. Aber ich werde es nicht jetzt nach unserer ersten Trauung machen. Wer meine Videos verfolgt, der weiß ja, dass wir jetzt erstmal standesamtlich in einem ganz kleinen Kreis heiraten und so in 1-2 Jahren nochmal richtig, richtig groß eine freie Trauung mit allen Freunden
Und dann wird es auch das perfekte Hochzeitskleid geben, denn im Moment ist es ja ein Umstands-Hochzeitskleid, das bodenlang ist, was ich mir dann so auf Kniehöhe kürzen lassen werde, damit ich es noch ein bisschen weiter tragen kann. Und aber dann das zweite Hochzeitskleid könnte ich mir sehr gut vorstellen, das dann in Trash-the-Dress-Aufnahmen, ja, da dann nochmal einzusetzen und da einzusauen und dann, ja, es wegzuschmeißen, weil das dann nochmal reinigen zu lassen, das ist, glaube ich, einfach preislich so eine Summe Geld, das muss man dann nicht ausgeben, würde ich sagen. Ja, mich würde jetzt mal interessieren, was habt ihr mit eurem Brautkleid gemacht? Habt ihr es aufgehoben? Habt ihr es verkauft? Habt ihr vielleicht sogar Trash-the-Dress-Aufnahmen gemacht? Wäre das was für euch oder sagt ihr, nee, sowas will ich gar nicht machen, so finde ich richtig doof? Oder überlegt ihr noch, was ihr mit eurem Hochzeitskleid macht? Dann schreibt mir das doch mal alles in den Kommentaren. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und ansonsten hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat und wir sehen uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!